Bart wird Runeterra überfluten und alle werden fallen. Wir werden euch verschlingen und euren Platz einnehmen. Für jede gefallene Stadt errichten wir 10 neue. Mit jedem genommenen Leben vertausendfacht sich die leeren Brut. Die Leere wird euch ertränken. Beherrscht, berechnend und brutal. Da sie ihre Anwesenheit und Absichten bereits verkündet hat, bedarf es keiner weiteren Vorstellung. Willkommen zum Champion Spotlight mit Belveth. Belveths Passiv ist tot in Violett und hat 2 Komponenten. Wenn Belveth Champions oder große Monster tötet, erhält sie violette Steigerungen, die ihr permanentes Angriffstempo gewähren. Ihr Angriffstempo hat keine Obergrenze. Je mehr sie also verschlingt, desto schneller gelangt sie zum Sieg. Ich werde mir diese Welt einverleihen. Außerdem erhalten nach dem Einsatz einer Fähigkeit ihre nächsten 2 normalen Angriffe zusätzliches Angriffstempo. Maximal sind 6 Steigerungen möglich. Belveths Q ist Leerenvorstoß, wodurch sie bei einer schnellen Vorwärtsbewegung allen getroffenen Gegnern Schaden zufügt und am ersten Ziel Treffereffekte auslöst. Leerenvorstoß erlaubt eine Bewegung in 4 verschiedene Richtungen, wobei jede ihre eigene Abklingzeit besitzt. Die Abklingzeit von Leerenvorstoß skaliert mit Angriffstempo. Nutze also Tod in Violett, um den unvermeidlichen Untergang deiner Gegner zu beschleunigen. Meine Welt wartet. Auf leeren Magen kannst du mit leeren Vorstoß keine Mauern überwinden, aber dazu später mehr. Mit ihrem W, diesseits und jenseits, verursacht Belveth Schaden an Gegnern, schleudert sie hoch und verlangsamt sie. Trifft sie dabei einen Champion, wird leeren Vorstoß in dessen Richtung zurückgesetzt, damit sie leichter aufschließen und sich ihre Beute sichern kann. Verschwinde! Mit E, kaiserlicher Mahlstrom, kanalisiert Belveth an ihrer Position einen Sturm, der den Gegner mit dem niedrigsten Leben anvisiert, einschließlich Vasallen und Monstern. Allerdings würde sich Belveth niemals einfach zur Zielscheibe machen. Kaiserlicher Mahlstrom gewährt Schadensverringerung und Lebensraub und verursacht abhängig vom fehlenden Leben des Ziels mehr Schaden. Wie die Abklingzeit von leeren Vorstoß skaliert auch die Anzahl der Schläge mit ihrem Angriffstempo. Belveth ist kein Monster. Sie hat eine vornehme Seite und strahlt die Würde einer Kaiserin aus. Wer weiß, vielleicht lädt sie uns alle zu einem netten Festmahl oder... Was ist das? Diebe der Leere. Haha, ich bin in Gefahr. Machen wir einfach dieses Video fertig, bevor es mit uns zu Ende geht. Belveths Ult ist endloses Festmahl. Sie verursacht passiv bei jedem 2. normalen Angriff gegen dasselbe Ziel absoluten Schaden, unabhängig von ihrer Gestalt. Dieses Passiv ist unbegrenzt steigerbar und belohnt Spieler, die Gegner zielstrebig einen nach dem anderen ausschalten. Entscheide dich für eine Mahlzeit, ansonsten verlierst du deine Steigerung. Wie schon gesehen, hinterlassen getötete Champions sowie epische Monster leeren Korallen, durch die Belveth ihre ultimative Gestalt annehmen kann. Du wirst mir von Nutzen sein. Beim Aufsammeln explodiert die Koralle, fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu und Belveth erhält eine violette Steigerung. In dieser Gestalt erhöht sich ihr maximales Leben, ihre Angriffsreichweite, ihr Gesamtangriffstempo und ihr Lauftempo außerhalb des Kampfes. Wie bereits angedeutet, kann Belveth, wenn sie ihren Hunger gestillt und ihre wahre Gestalt angenommen hat, mit ihrem leeren Vorstoß Terrain überwinden. Es gibt kein Entkommen. Du fragst dich bestimmt, ob andere leeren Kreaturen vor ihr sicher sind. Nö! Wenn Belveth ein episches leeren Monster tötet und seine Koralle absorbiert, erhält sie eine verstärkte Ult und sie kann ihre wahre Gestalt länger aufrechterhalten. Durch leeren Korallen von epischen leeren Monstern werden Vasallen, die in Belveths Nähe sterben, als leeren Fische wiederbelebt, die den Vormarsch auf der Lane fortsetzen. Weitere Korallen verlängern die Dauer von endloses Festmahl. Übernehmen, wachsen und neu erschaffen. Sobald Belveths Ult allerdings abläuft, verliert sie alle Boni und den verstärkten leeren Vorstoß. Wenn du Belveth spielst, solltest du so berechnend wie sie sein. Sie trägt zwar das Wissen von Millionen Jahren an Geschichte in sich, aber ihr physischer Körper ist noch neu in der Welt. Belveth ist im frühen Spiel eher schwach, aber sie wird stärker und mächtiger, je mehr sie verschlingt. Das merke ich mir. Du solltest im Dschungel so viele große Monster wie möglich essen, um Tod in Violett maximal zu steigern.
Belvers ultimative Gestalt verstärkt ihre Präsenz und Regeneration. Dort liegt ihre wahre Macht. Farme ruhig nur bis Stufe 6. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Lass mich deinen Schmerz kosten. Im mittleren Spiel solltest du dich auf den Herold oder sogar den Baron konzentrieren, damit Belveth auf eine längere Ult zugreifen und mit Hilfe ihrer leeren Fische noch mehr Druck auf den Lanes ausüben kann. Jedes Fragment dieser Welt nährt unsere Metamorphose. Belveth hat nur ein einziges Ziel, die Welt zu verschlingen. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie im Teamkämpfen nicht die Beste ist, vor allem ohne ihre wahre Gestalt. Suche nach Gelegenheiten, um allein eine Lane voranzubringen oder knöpfe die einzelnen Gegner im Duell vor. Wenn die Kaiserin zu viel für deine Gegner ist, jage ihnen mit leeren Vorstoß nach und halte sie mit diesseits und jenseits auf. So ist leeren Vorstoß wieder verfügbar, falls sie weiter flüchten. Greife kontinuierlich an, um das Passiv von Endloses Festmahl bestmöglich zu nutzen und exekutiere dein Ziel mit kaiserlicher Mahlstrom, bevor du zum nächsten Snack übergehst. Im Zweifelsfall, nicht dass Belveth jemals Zweifel hätte, friss alles auf. Diese Tapferkeit wird weiterleben in mir. Belveth ist die Summe von allem, was die Leere verschlungen hat. Ihre Existenz kündigt den Anfang vom Ende an und ihr Sieg ist gewiss. Bist du bereit, im violetten Meer zu ertrinken? Deine Kaiserin erwartet dich. Erfahre über die Links unten mehr über Belveth. Die Leere verlangt, dass ich existiere. Und so bin ich hier.